Wo ist Pietro? Das weiß ich nicht. Aber Micheletto wartet am Stadttor im Osten der Terme di Traiano. Er will seine Männer verkleiden, damit der Mord wie ein Unfall aussieht. Er führt mich zu Lucretias Liebhaber. Ezio, Machiavelli hat uns betrogen. Wir mögen es beide nicht glauben, doch jetzt ist es offenbar. Tut, was getan werden muss. Tut ihr es nicht, dann ich. Ohne Volpes Diebe brauche ich vielleicht meine Rekruten. Bitte, ich habe nichts getan. Francesco Troche, lieber Freund, würde ich euch anlügen. Ihr gabt eurem Bruder meine Kriegspläne in der Romagna preis. Und dieser informierte den Botschafter Venetias. Es war ein Unfall. Ich bin doch euer Diener und Freund. Verlangt ihr etwa, dass ich eure Taten vergesse und auf eure Freundschaft baue? Ich bitte nur, ich verlange nichts. Um Italien zu vereinen, muss ich jede Institution kontrollieren. Und wenn die Kirche aus der Reihe tanzt, werde ich sie komplett vernichten. Ihr wisst, dass ich für euch arbeite, nicht den Papst. Ah, tue ich das, Trocke. Es gibt nur einen Weg, den letzten Zweifel zu beseitigen. Wollt ihr mich etwa töten? Euren treuesten Freund? Natürlich nicht. Dann lasst ihr mich gehen. Hab Dank, Cesare. Das werdet ihr nicht. Wache! Gebt Micheletto die Kostüme für das Spiel. Lucretia gehört mir. Niemand sonst darf sie haben. Stellt doppelt sicher, dass es richtig getan wird. Ich gehorche, Cesare. Oh ja. Werft Francescos Leiche in den Tevere.
ausziehen, folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Tieni.
ist sicher. Was würde ich nicht alles für die Frau tun? Na, kommst du damit klar? Hey, wir sind doch nicht bei den Barbaren hier. Folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Das ist für dich. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Il tuo costume. Dazu sich so auszuführen. Endlich ist jemand für uns. Diese Madonna beschütze mich. Hilfe! Assassine! Mauer sie! Ich suche Pietro. Auf der Bühne, Signore. Einer meiner Männer führt euch hin. Nicht vergessen. Ich trage das schwarze Wams. Schützt mich und wartet, bis Pilatus nach dem Centurio ruft. Ich muss vor ihm zu Pietro gelangen. Thank you.
Mein Gott! Mein Gott! Warum? Warum hast du mich verlassen? Merda, welches Kreuz ist Pietros? Hört! Hört, wie er nach diesem Elia ruft, auf dass er ihm helfe! Wartet, und wir werden sehen, ob Elia sich herwagt oder nicht! Mich dürstet sehr! Mich dürstet sehr! Ja, du wirst nie mehr trinken! Ans Kreuz zu schlagen, diesen Mann, geschmäht, der keine Schuld geladen. Denn wahrlich, Gottes Sohn ist er. Drum gebe meine Gruft dich her, auf dass er darin begraben, der König voller Gnaden. Herr Josef, ich bin sicher, das ist Gottes eingeborener Sohn. Geht, fragt Pilatus nach der Leiche, auf dass er begraben wird. Ich werde euch helfen, ihn angemessen beizusetzen. O Pilatus, hochverehrt, so ihr mögt, eine Bitte mir gewährt. Den Prophet, der heute starb,
Lasst mich legen in ein Grab. Josef, stets bereit in gutem Glauben. Wenn der Centurio sagt, dass... Ihr könnt Pietro nicht retten. Er trank vergifteten Wein. Wie ich es Cesare versprach, ging ich doppelt sicher. Ich bin noch nicht tot. Ich kam nicht her, um euch zu töten. Der, durch den ein anderer Mann an die Macht kommt, ist seines Unterganges Schmied. Schneidet ihn ab. Das haben wir aber nicht geprobt. Haltet die Wachen fern. Stopp die Wachen! Seid ihr? Euer Retter. Heilung! Man hat ihn vergiftet. Diese Blässe. Cantarella. Trinkt dies. Schnell! Wartet einen Moment. Es geht mir etwas besser. Ein Aderlass wird euch bald heilen. Ich kann euch nicht genug danken, ich... Den Schlüssel zur Engelsburg. Los! Wovon redet ihr denn? Ich bin doch nur ein Schauspieler. Cesare weiß von euch und Lucrezia. Hier. Halt! Wartet auf uns! Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauern. Lasst mich durch! Ich muss den Truppen helfen! Un momento! Ihr wart bei der Villa Auditore während des Angriffs. Ihr seid der Verräter, nicht Machiavelli.
Lang leben die Borgia! Merda. Ich hatte recht. Ich muss La Volpe aufhalten, bevor er Machiavelli erreicht. Einer der Unseren. Er half beim Angriff auf die Villa. Hier, er trug diesen Brief. Mein Gott. Gute Nachrichten. Besser als ihr ahnt. Wieder stehe ich in eurer Schuld, Ezio. Welche Schuld gibt es zwischen Freunden, die einander vertrauen? Ja. Danke, dass ihr mich rechtzeitig informiert habt. Kommt, Niccolo. Wir haben viel zu lange nicht geredet. Ich hörte, das Passionsspiel im Kolosseum nahm eine unerwartete Wendung. Wirklich? Anscheinend ist Jesu diesmal 3 Tage früher auferstanden. Wie geht's in Roma? Sehr gut, Ezio. Die französischen und päpstlichen Truppen sind in Aufruhr. Dann ist es fast soweit. Ruft die Assassinen zusammen und holt Claudia. Sogleich? Ja. La Ashaya Vakin Mutlak, Bel Kulun Munkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Claudia, wir widmen unser Leben dem Schutz von Freiheit und Menschlichkeit. Mario, unser Vater und unsere Brüder standen einst an diesem Feuer, um das Dunkel zu besiegen. Jetzt gebe ich dir die Wahl. Trete bei. Ihr und ich, wir waren uns in vielen Dingen nicht einig. Niccolò! Aber ihr seid genau das, was der Orden brauchte. Ihr habt den Angriff auf die Templer geführt und die Bruderschaft neu aufgestellt. Nun muss Ezio den Platz einnehmen, der ihm zusteht. Als Anführer der Assassinen. Ezio, Auditore da Firenze. Von heute an seid ihr Il Mentore, der Hüter des Ordens und seiner Geheimnisse. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenkend, nichts ist wahr. Wo andere begrenzt sind von Moral oder Gesetz, bedenkend, alles ist erlaubt. Warum dieser schnelle Sinneswandel? Ich war stets auf eurer Seite. Ich war es, der euch nach Roma brachte und der die Explosion verursachte, als ihr aus der Burg floht. Die Mercenari, die euch im Kolosseum beschützten, waren auch meine.
Nur, dass ihr es nicht wusstet. Maestro Machiavelli, Cesare kehrt allein nach Roma zurück. Und er reitet zur Engelsburg. Grazie. Nun? Es ist eure Entscheidung, nicht meine. Niccolo, hört bloß nicht auf zu sagen, was ihr denkt. Warum sonst sollte ich nach der Meinung meines besten Beraters fragen? Dann tötet sie, Mentore. Vollendet euer Werk. Ein guter Rat. Eines Tages schreibe ich ein Buch über euch. Tut ihr das? Fasst euch kurz.